Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein und wir sind hier immer noch im Erbhügel, vielleicht an der entscheidenden Stelle, um dem Geheimnis dieses Stadtteils auf die Spur zu kommen. Was ist hier passiert? Noch weiß ich es nicht genau. Ich habe Ahnungen. Ich habe Vermutungen. Wir gehen mal hier ein bisschen weiter vor. Ich müsste mal langsam rasten, aber wir machen das jetzt mal noch nicht. Wir haben ja gerade einen Kampf überstanden. Insofern hoffe ich, kommt nicht gleich der nächste. Ein Stelgia-Zahn. Okay. Rastvorräte brauchen wir nicht. Würden wir aber da nochmal finden. Was ist hier los? Oha, da geht es irgendwo rein. Möglicherweise. Und hier haben wir noch einen geheimen Ort gefunden. Trank des Spiegelbilds. Gut, davon haben wir, glaube ich, auch schon ein paar. Oder auch nicht. So, ich sehe hier nicht so richtig. Ach, das ist eine Mauer. Gut. Und das, da geht es doch irgendwo rein, oder was? Das ist ein Tor. Oh, und hier ist Wasser. Ein Fass mit Öl. Davon haben wir auch schon ein Fläschchen. Und noch einem Seil und Enterhaken. Gut, davon kann man wahrscheinlich nie genug haben. Nee, mehr ist hier tatsächlich nicht. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes, liebe Freunde. Bevor wir... Ah, das ist ein Turm. Okay, das erklärt natürlich einiges. Das sieht man hier auch. 1, 2, 3, 4 Ebenen sieht man schon. Okay, dann ist zu vermuten, dass hier nun das Übel zugrunde liegt. Vielleicht ist ja oben aus diesem Turm dieser komische Blitz gekommen, der hier möglicherweise alles verursacht hat. Bevor wir da reingehen, werden wir Folgendes tun. Wir werden rasten. Genau, wir müssen einfach, gar nicht so sehr wegen unserer Gesundheit, aber wegen den Zaubersprüchen müssen wir einmal pausieren. Und dann nehmen wir uns gleich mal die Rastvorräte mit, die wir eben gefunden haben. Aber es gibt noch ein kleines Gespräch. Kana, tut mir leid, wenn ich vorhin etwas taktlos war, als ich fragte, ob du ein Wächter seist. Ich verstand nicht ganz, was das beinhaltet. Ist es schwer, die Geister ununterbrochen zu hören? Es kann einen etwas überwältigen, in der Tat. Naja, meinetwegen musst du keine sanfteren Worte wählen, falls es manchmal zu viel wird. Walli vom Stein, wir werden herausfinden, wie man dich heilen kann. Darauf gebe ich dir mein Wort. Kana, das ist sehr lieb von dir. Und wir hatten doch hier, genau, in der Kiste waren noch Rastvorräte. Die nehmen wir jetzt mit. Und wir haben wieder 4. Sehr schön. Das gucken wir uns jetzt endlich auch nochmal richtig an. Okay, das ist diese Fürstgeschichte. Alles klar. So. Ja, nun bin ich ja wirklich mal gespannt, was wartet hier auf uns. Wir speichern und dann gehen wir hinein in den Turm. Oh. Die gewaltige Steintür des Turms ist versiegelt und es scheint keine Möglichkeit zu geben, sie zu öffnen. Aha. Wir haben gar keine anderen Varianten mehr, als wegzugehen. Das ist ja nun wirklich mysteriös. Aber... Aha, Ikanta könnten wir noch ansprechen. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Mit der wollten wir es noch... Mit der haben wir noch eine Rechnung offen. Auf zu Ikanta. Vielleicht, wir haben ja jetzt einiges erfahren. Vielleicht können wir sie irgendwie konfrontieren mit dem, was wir wissen. Möglich ist es. Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Auch was es mit diesem Turm auf sich hat. Ansonsten wüsste ich jetzt überhaupt nicht, was hier zu unternehmen wäre. Naja, ich bin gespannt. Gehen wir nochmal hinein zu ihr. Außerdem wollten wir sie auch erledigen. Also wenn sie uns jetzt nichts erzählen kann, werden wir sie erledigen. Deswegen gehe ich mit Eda voran. Und wir werden sie auch mit Eda ansprechen. Tatsächlich, sie hat hier nichts Neues zu bieten. Insofern werden wir sie erledigen, oder? Das werden wir also manuell jetzt tun. Wie ging das nochmal? Achso, hier einfach auf Angreifen. Ja, logisch. Okay, auf sie mit Gebrüll. Oh. Mal gucken. War das jetzt irgendwie
Ich bin mir nicht ganz sicher. So eine Aktionen sind ja immer ein bisschen heikel. Leute, die eigentlich... Ach du Schreck, was hat sie denn jetzt gemacht? Sie hat Eder bezaubert. Ich werde verrückt. Naja. Okay. Eder kann Gott sei Dank... Macht in der Regel nicht so einen dollen Schaden. Toll. Komm, Eder. Noch 4 Sekunden. Ich mache jetzt keine besonderen Aktionen wegen dieser Geschichte. Sie ist auf jeden Fall schon mal tot. Wir werden jetzt nicht Eder angreifen. Wir werden die 3 Sekunden nochmal abwarten. 1 Sekunde. Gott, Eder, hau ab. Du lässt dich aber leicht beeindrucken von solchen Geschöpfen. Okay, Eder ist wieder auf unserer Seite. Und was passiert nun? Ikanta. Ach Gott. Sie zeigt nach eurem Kampf nichts als ein paar Kratzer. Ich hoffe, das hätten wir nun geklärt. Wie bitte? Was geht denn hier ab? Wie, und jetzt macht sie weiter? Sie ist schwer verletzt. Jetzt ist sie dem Tode, ne? Was geht hier los? Und warum hat Eder die Waffe gewechselt? Habe ich das gemacht? Das ist mir aber jetzt ein bisschen ungeheuer. Jetzt ist sie aber hin. Oder? Kommt das jetzt nochmal? Okay, jetzt scheint sie tot zu sein. Aber sie hat nichts. Merkwürdig. Oh, ist das merkwürdig. Haben wir irgendwas übersehen? Ein Hinweis? Oder wir müssen erstmal zu unserer Auftraggeberin zurück. Vielleicht kann die da helfen. Also, das hat es jetzt nicht gebracht. Gehen wir mal zum Tor. Vielleicht erfahren wir da Neues. War das jetzt möglicherweise voreilig, die Dame zu töten? Also verdient hat sie es in jedem Fall. Merkwürdig. Ah, sieh da. Da, das ist der nette Mann, der mir geholfen hat. Und dem eisernen Arm sei Dank dafür. Wir kümmern uns in der Burg um dich. Ob die nur in der Burg so gut aufgehoben ist? Okay. Gut, wir sind hier erstmal raus. Dann werden wir jetzt auch zur Burg gehen, denke ich mal. Ruf der Schmelzzigarette hat sich verbessert. Ruf in Trutzbucht hat sich verbessert. Das ist gut. Wir brauchen ja einen guten Ruf. Wegen dieser... Ein Quest, erinnere ich mich. Trutzbucht hält mäßig gut. Vielleicht reicht das ja schon. Also wir gehen erstmal nach Urfeuer. Um dort zu den Schmelztiegelrittern zu gehen. Und dort... Tja. Erstmal zu berichten, dass wir wissen, was mit den Wächtern los sind. Dass wir eigentlich das Gebiet bereinigt haben. Außer diesem komischen Turm. Insofern... hoffe ich, von denen noch mehr zu erfahren. So. Hier ist der Palast. Da sind die Schmelztiegelritter. Okay. Ich glaube, da musste ich hin. Lassen wir sie mal laufen. Noch haben die Ritter nicht gemerkt, dass ich mich mehr oder minder einer gegenteiligen Fraktion angeschlossen hat. Habe. Unser Ruf ist da zumindest sehr gut. Okay, also hinein. So, ich bin nicht mehr ganz sicher, wo wir eigentlich diese Quest jetzt bekommen haben. Deswegen muss ich hier einfach noch mal ein bisschen rumsuchen. Beziehungsweise ich gucke gerade mal hier. Vermisste Wachen, genau. Das war die Wühler.
So, und jetzt müssen wir also nochmal Wühler finden. Ich habe das total verdrängt, wo Wühler war. Hier war sie offenbar nicht. Okay. War sie hier in dem Essenraum? Justiziar. Auch nicht. Gehen wir hier nochmal gucken. Hier oben, ja, vielleicht war sie dort bei den Anführern. Kommandant Cliver. Ne, da war sie auch nicht. Hm. Tja. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her, seitdem ich diese Geschichten gemacht habe. Gucken wir hier nochmal rein. Hier war nichts los. Dann nochmal im Trainingsraum nachgeschaut. Da oben war ja die Schmiede. Da dürfte sie eigentlich nicht gewesen sein. Justiziar. Da haben wir wieder. Alles klar. Gut. Und das auch sie da. Meine Herren. Also wieder. Gibt es Nachrichten aus Erbhügel? Ja. Deine Wachen wurden von dem Geist einer Frau namens Lyra verzaubert. Ich habe ihren Geist befriedet. Ihre müden Augen weiten sich. Bei der Flamme, du hast sie gefunden, meine vermisste Kommandantin. Sie seufzt und ihr Blick verliert sich zwischen den Bodenkacheln. Und sie rief von jenseits des Grabes nach der Wache? Das macht keinen Sinn. Aber nichts in diesem verfluchten Bezirk macht Sinn. Was ist mit den Soldaten geschehen, die ihrem Bann erlegen sind? Alle deine Ritter sind tot. Na, sie haben nicht überlebt, sagen wir es mal so. Ich verstehe. Trotzdem danke für deine Hilfe. Du hast mir ebenso viele Fragen wie Antworten überlassen, doch wenigstens weiß ich jetzt, was mit meinen Soldaten geschehen ist und mit Kommandantin Lehrer. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wenn sonst nichts weiter ist, muss ich mich meinen Aufgaben widmen. Okay. Gut. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Haben wir noch irgendwas bekommen? Kupferstücke. 1000. Wow. Gut. Gucken wir hier nochmal nach Seda. Seda sieht aus, als ob sie gebadet und sich ordentlich satt gegessen hat. Sie lächelt schüchtern. Na gut, scheinbar ist sie hier in guten Händen. Die Sache haben wir abgeschlossen. Aber das mit dem Turm bleibt ein bisschen mysteriös, liebe Freunde. Gut, wo wir hier schon sind, will ich noch eine Sache nochmal versuchen. Ich will nicht, ausdrücklich nicht, diese Schriften an den Schmied geben. Aber ich will doch nochmal versuchen, ihn zu fragen, ob er dieses komische Schwert schmieden kann. Das hat irgendwie das letzte Mal nicht so richtig hingehauen. Vielleicht geht das ja jetzt inzwischen. Vielleicht geht das aber auch erst, wenn wir der Fraktion beigetreten sind. Nee, das geben wir ihm nicht. Wir haben noch andere Fragen. Was tust du hier? Nee. Erzähl mir von den Rittern, das haben wir alles schon. Auf Wiedersehen. Nee. Er kann das nicht zusammenbauen. Okay, vielleicht kann das möglicherweise einer von der in der Halle der. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, in dieser Expeditionshalle. Vielleicht haben die auch da einen fähigen Schmied, der das kann. Insofern haben wir hier erstmal nichts zu erledigen. Also, wieder hinaus. So. Jetzt bleiben noch, glaube ich, zwei Sachen in dieser Stadt. Einmal führte uns eine Quest nochmal in diese besagte Halle. Und zwar war das Asche des Glaubens, genau. Da ging es um Fürgas Visionen. Und Fürga wusste nicht, wo sich der Ort aus ihrer Vision befinden könnte. Doch jemand in der Expeditionshalle könnte das wissen. Das können wir noch rausbekommen. Ja, und ansonsten, was ich auf keinen Fall vergessen will, das will ich noch tun. Oh, wohl zu scherzen aufgelegt. Großer Mann, Kana, es tut mir leid, es ist nur, als du zu schreien anfingst, sah dieser arme Mann so aus, als würde er sich gleich in die Hosen machen. Kana, ich kann nichts aus der Ruhe bringen, oder? Oh, ich weiß nicht, ich fand es nie besonders hilfreich, mich über die kleinen Dinge aufzuregen. Vielleicht sieht das alles für einen Aumauer unbedeutend aus. Tja, vielleicht. Aber, was ich sagen wollte, wir haben hier in
Im Kupferweg, da waren wir da unten in dieser Kanalisation, glaube ich, oder was das war. Und da sind wir auf diesen komischen Wödiger-Tempel gestoßen. Und diese Geschichte dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist noch eine ganz wichtige Geschichte. Aber Farnheim. Da habe ich einen Hinweis bekommen. Naja, das grenzt fast schon ein bisschen an Spoiler. Aber ich interpretiere es mal nicht so, weil ich glaube, dass eher aus dem Geiste eines aufmerksamen Zuschauens entsprungen ist. Da wurde ich darauf hingewiesen, dass wir ja eigentlich mit dem Raymond Herrenhaus, da waren wir ja drin und hatten den ja erzählt von diesem Diebstahl des Hauses de Menel und so weiter und waren mit denen ganz friedlich verblieben. Wir laufen mal schnell dahin, während ich erzähle. Aber da gibt es irgendwie so ein mysteriöses Obergeschoss, könnt ihr euch erinnern? Da sind wir hochgegangen und da haben die gesagt, dass wir wieder runtergehen sollen. Und ich glaube, in der Tat, der Hinweis ist doch recht hilfreich gewesen. Wir konnten uns ja hier möglicherweise hochhangeln. Bei diesem einen Fenster. Ich weiß gar nicht mehr, ist das jetzt noch möglich? Ja, da, genau. Und da können wir in dieses Obergeschoss gelangen. Und insofern, Wally ist doch echt ein Neugieriger. Und insofern, glaube ich, werden wir das mal versuchen. Wir nutzen mal den herrlichen Tag für diese Aktion aus. Naja, wir speichern mal und machen das. Das interessiert mich doch jetzt zu sehr, was da oben ist. Also, die gemauerte Steinmauer wird von den Giebeln geschützt. Eine knochige grüne Ranke steigt bis zu einem offenen Fenster hinauf. Zwei schmucke Fensterläden sind einladend aufgeklappt. Ja, das kennen wir schon. Wir haben aber einen Enterhaken. Ich glaube, das ist einfacher, als jetzt an den Ranken zu klettern. Also werfen wir den hoch. Du wirfst deinen Enterhaken, er bleibt am Fensterbrett hängen, das Seil bleibt straff, als du dein Gewicht daran hängst. Also klettern wir hoch. Du stemmst die Beine gegen die Wand und kletterst das Seil hinauf. Du sitzt auf dem Fensterbrett und hältst dich am Rahmen fest, während die Brise deinen Rücken kühlt. Du bemerkst, wie sich im Haus jemand bewegt. Du schlüpfst in die Villa und blinzelst, als deine Augen sich an das dunkle Innere gewöhnen. Okay. Jetzt sind wir doch nochmal neugierig. Und vielleicht gehen wir mit Sagani. Sagani ist hier unsere absolute Schleichkönigin. Und wir gucken uns mal ein bisschen jetzt im Obergeschoss um. Erst einmal hier auf dem Tisch. Der große westliche Hirsch, das kennen wir schon. Geld nehmen wir nicht mit, Schriftrollen auch nicht. Wir wollen eigentlich nichts stehlen. Wir sind einfach nur neugierig. Okay, das ist hier alles nichts Besonderes. Und hier, was haben wir hier? Morgendämmerung. Möglicherweise Teil 2 eines Stückes. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Also für Bücher sind wir immer zu haben. Und wir lassen Sagani mal alleine vorgehen. Das wird jetzt ein bisschen schleichspielmäßig. Ich hoffe, wir werden nicht ertappt. Da wissen wir, ist jemand. Aber hier, das ist spannend. Oh, verdammt. Ein Raymond-Wächter. Aber Sagani kann ja nicht gesehen werden. So schnell. Die ist ja extrem fähig in dieser Hinsicht. Insofern, glaube ich, können wir es wagen, hier mal schnell die Tür aufzumachen. Und was haben wir hier? Auch noch ein Wächter. Der geht hier ein und aus. Okay. Und da ist einfach nur diese Truhe, wo man wahrscheinlich das stehlen sollte. Gut, dann haben wir das auch noch gesehen. Ich glaube, hier ist nichts weiter von Bedeutung. Das ist, glaube ich, das, was man dann, wenn man sich auf die Seite der Dominels geschlagen hätte, dann hätte man hier diesen Diebstahl vollziehen können. So, wir klettern das Seil wieder hinab. Du kletterst aus dem Fenster, du packst das Seil und lässt dich die Wand hinab, bis du den sicheren Boden erreicht hast. Gut, und damit haben wir jetzt unsere Neugier ausreichend gestillt und können uns jetzt wieder den richtigen
Aufgaben und wichtigen Abenteuern zuwenden. Das wäre es für dieses Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Euer Steinbein.